Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Der Sven ist heute zu Besuch. Wir sind hier draußen im Wald und er hat eine völlig neue Hängematte mit Tarp. Genau. Die möchte er euch mal zeigen. Wenn ihr Interesse habt, dann bleibt dran. So, hier haben wir die neue Hängematte. Das ist die Adventure Hero. Also die Namen werden auch ein bisschen kürzer, damit man sich es auch merken kann. Das Gewicht kann man sich auch merken, 555 Gramm, hat die Maße von der großen Hängematte, das heißt, die ist länger und breiter, hat das Moskitonetz und ihr seht schon, der Aufhängesack ist komplett anders. So geht das Ganze halt jetzt nochmal schneller und einfacher und das zeigen wir euch jetzt, wie das läuft. Die Aufhängung eben klassisch an den Baum, da hat sich nichts verändert. Jetzt macht ihr das einfach hier an die Schlaufe am hinteren Ende des Packsacks. So, und dann beim Aufhängen ganz einfach macht sie hier auf, habt hier das andere Gurtband, die andere Seite der Hängematte und los geht's. Hier ist die Ridgeline für das Moskitonetz eben gleich integriert, das heißt, ihr müsst da nicht irgendwas einfädeln, zieht die Hängematte raus und das Ding hängt. Hier natürlich noch die Spreitstäbe rein. Ja, da ist ein Klemmknoten dran, das heißt, man kann die Schnur einfach hier in der Spannung variieren. Je nachdem, wie eure Hängematte hängt, könnt ihr euch das einstellen, dass das einigermaßen straff ist. Im Prinzip ist es so, wenn ihr eure Länge habt, könnt ihr das auch so lassen, könnt es so wieder einpacken und beim Rausziehen hat es dann gleich die passende Länge. Hier haben wir eben auch wieder das Einschubfach für eine Isomatte, wo ihr einfach eine normale Tracking-Isomatte reinschieben könnt und damit eine Isolierung von unten habt. So, ihr habt jetzt durch die integrierte Ridgeline habt ihr hier die Möglichkeit, euch was dran zu hängen, könnt hier eine Stirnlampe hinhängen oder hier mal beispielhaft einfach die Tasche hier in den Organizer. Könnt ihr zumachen. Wenn ihr in der Hängematte liegt, strafft das die Leine, das heißt, es bleibt auch oben. Das ist jetzt relativ schwer, die Tasche für Stirnlampe, Handy, Powerbank, was auch immer, ist hier auf jeden Fall ausreichend Platz. Die Ridgeline geht hier durch eine Lochöse rein. Ihr habt hier innen nochmal einen Tanker, das heißt, ihr könnt das Netz auch nochmal variieren. Hier habt ihr etwas Durchhang, hat aber einfach den Hintergrund, wenn euch das zu beengt ist, wenn das Netz zu niedrig ist, könnt ihr natürlich die Schnur hier auch ausknoten und die Höhe an Baum hängen. Ihr könnt das also immer noch höher ziehen. Standardmäßig ist aber schon ordentlich Platz. Und ihr könnt es hier einfach nochmal justieren, dass euch das nicht ins Gesicht hängt. Wenn ihr euch hinsetzen wollt und das Moskitonetz nicht braucht, habt ihr hier einfach die Möglichkeit, diese Spannschnur, die ist lang genug, die dann eben einfach lockern. Dadurch hängt das Moskitonetz weit genug durch. Die ganze Hängematte einmal umdrehen. Und ihr habt eine Sitzmatte. So, das neue Wingtarp aus einem Seal-Nylon. Das Packmaß ist der Hammer. Ihr seht es hier, das lässt sich noch ordentlich knautschen. Das ganze Ding wiegt unter 700 Gramm, hat dieselbe Größe wie das Wingtarp. Das wird dann wahrscheinlich eingeblendet. Ansonsten schaut ihr bei uns auf dem Webshop amazonas.eu. Das ist alles nochmal beschrieben. Es sind ein paar Details verbessert, das zeigen wir euch, wenn es aufgebaut ist. Legen wir los. We'll be right back.
Hier ist jetzt also das komplette Setup aufgebaut mit dem Wingtarp drüber. Türen haben wir offen, hinten ist komplett zu. Das heißt, ihr seid hier absolut wind- und regengeschützt, habt hier ordentlich Platz drin, wie ihr seht. Hier noch mit diesen Pullouts wird das Tarp nochmal nach oben gezogen. Das heißt, der Raum vergrößert sich einfach nochmal deutlich. Und so kann man es definitiv auch bei jedem Sauwetter aushalten. Beim Adventure Wingtarp habt man zwei Pullouts. Das heißt, ihr könnt euch hier einfach einen Stock reinmachen oder mit einer Schnur das abspannen. Vergrößert euch einfach nochmal deutlich den Innenraum. Und ihr könnt sogar wählen, ob ihr das nur im Kopfbereich haben wollt oder auf beiden Seiten, je nach Wetter. Genau. Außerdem haben wir hier unten noch einen dritten Abspannpunkt. Das heißt, beim Bodenaufbau kann man hier auch nochmal abspannen. Das Ding kann man einfach als Tarp-Tent sich auf den Boden bauen, vorne hinten zumachen, die Seiten komplett abspannen. Dann ist man auch definitiv schlecht wettergeschützt. Ja, kurze Vorstellung vom neuen Setup. Bernd hat alles gefilmt. Danke dafür. Hat es auch Spaß gemacht. Gerne, mir auch. War super. Endlich mal wieder nur Kamera und nicht drehen. Ja, genau. Auch was Gutes. Ja, danke dir für die Vorstellung. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und willst du noch was sagen? Nö, wir gehen Bier trinken. Wir gehen jetzt ein Bier trinken. Macht es gut, schaltet wieder ein auf meinem Kanal hier draußen in der Natur. Schöne Zeit draußen für euch und dann macht es gut. Servus, ciao. Ciao.